Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal. Ich möchte euch heute das neu erschienene Modell, die U52, für den Microsoft Flight Simulator ein bisschen präsentieren, ein bisschen zeigen. Und wir befinden uns heute in Gelnhausen auf dem kleinen Flugplatz, wo ich selber die U52 schon live erleben durfte. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns die U52 erstmal ein bisschen von außen an. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg von dem Modell. Sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Wir spielen aktuell den Microsoft Flight Simulator wieder mit Live-Wetter. Und leider ist heute das Wetter nicht gerade berauschend. Ja, ich würde sagen, wir begeben uns mal in den Innenraum. Und ja, ich muss sagen, auch der Innenraum ist einfach wunderschön umgesetzt. Also man sieht dem Flugzeug schon das Alter an. Und ich finde, das passt einfach. Ja, wäre das jetzt so ein richtig aufpoliertes Modell, hätte es irgendwie nicht gepasst, weil das Flugzeugmodell hat ja doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass man die Möglichkeit hat, dass man sich in den Passagierraum begeben kann. Und ich finde auch den richtig schön umgesetzt. Also, es hat was, ja. Finde ich richtig schön. Man hat zwar so den ein oder anderen Grafikfehler noch, so wie man jetzt an den Fenstern sieht, aber es wirkt einfach richtig schön umgesetzt. Mit richtig viel Liebe zum Detail. Und ja, ich würde auch direkt sagen, wir legen los, bevor es hier richtig anfängt zu regnen. Fliegen mal eine kleine Runde und werden dann wieder hier in Gelnhausen auf dem kleinen Flugplatz aufsetzen. Das ist schon der Wahnsinn, wie schnell dieses Flugzeug Auftrieb bekommt. Und das ist meiner Meinung nach kein Simulationsfehler, weil ich hatte ja schon die Möglichkeit, dieses Flugzeug live zu erleben in Gelnhausen. Und da ging das genauso schnell. Und auch der Landeanflug ist richtig faszinierend gewesen, weil es so aussah, als würde das Flugzeug einfach in der Luft stehen und würde dann langsam Richtung Boden näher kommen. Also es war wirklich richtig interessant, weil die U52 ist ja doch schon, würde ich jetzt persönlich sagen, ein ziemlich großes Modell. Approach Junkers Delta. Hotel Delta Alpha Lima is type Junkers. JU 52 1 miles southwest of Echo Delta Foxtrot Golf 800 feet. Request flight following. Junkers Delta. Hotel Delta Alpha Lima approach. Squawk 5263. Squawk 5263 Junkers Delta Alpha Lima. Jedenfalls Junkers Delta Alpha Lima radar contact 2 miles southwest of Echo Delta Foxtrot Golf 1600 feet. Altimeter tree 0.11. Roger Junkers Delta Alpha Lima. So, darf ich jetzt wieder. Jedenfalls im Vergleich zu so kleinen Hobby Sportmaschinen. So, wir drehen einfach mal eine kleine Runde, würde ich sagen. Und setzen dann wieder in Gelnhausen auf. Ich denke mal, ihr habt dann schon so einen kleinen Eindruck bekommen von dem Modell. Ich persönlich würde es weiterempfehlen. Es kostet aktuell um die 14,99 € im Flight Simulator Store, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Und das ist meiner Meinung nach auch jedenfalls wert. So, wir gehen mal ein bisschen steiler nach links. Wir werden auch gleich schon wieder mit dem Sinkflug beginnen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Modell haltet. Würde mich auch mal interessieren.
Wir schwenken mal weiter um nach links. Also ich muss sagen, dass ich die U-52 von Flugverhalten wirklich richtig angenehm finde. Jetzt fliegen wir natürlich richtig in den Regen rein. So. Dann nehmen wir mal den Schub weg. Richten uns dann so langsam wieder Richtung Landebahn aus. Wie man sieht, es ist heute extrem windig. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Und ich denke mal, dass das mit der U auch wenig zum Problem wird. So, wir fahren mal die Klappen aus. Geschwindigkeit weiter zu reduzieren. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Wie gesagt, ich bin kein erfahrener Pilot. Ich habe auch das Spiel jetzt noch nicht allzu lange. Ich versuche aber stetig dazu zu lernen. Und ich würde sagen, wir sind perfekt ausgerichtet. Wie ihr seht, wir stehen fast in der Luft. Und das ist kein Problem. Das sieht live schon echt faszinierend aus, wie langsam die U den Landeanflug bestreitet. Geben wir noch mal kurz ein bisschen Schub dazu. Und ja, man muss halt doch ein bisschen rumrudern. Man merkt doch den Wind. So, ja. Schweben jetzt noch über die Bäume. Und dann versuchen wir mal sanft in Gelnhausen aufzusetzen. Ah, das sieht doch gut aus. Wie ihr seht, wie langsam wir eigentlich sind. Aufgesetzt. Jetzt drücken wir Steuerkreuz nach hinten und bremsen und stehen schon. Also ist wirklich faszinierend. So durfte ich diesen Flieger auch in Live erleben. Ist schon was ganz Besonderes. Also ich kann das DLC nur empfehlen für knapp 15 Euro. Schön umgesetzt. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir stehen. Und ich denke mal, ihr konntet so ein bisschen von der U-52 sehen. Schreibt mir mal unter die Kommentare, wie ihr das Modell findet, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.